Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Ich bin hier am Ladepark Kreuzhilden und habe mal wieder zufällig ein Auto entdeckt, was spannend ist, nämlich den VW ID.4, den ersten, den ich in live sehe. Ein sehr spannendes Auto und da gucken wir jetzt mal so ein paar Eindrücke uns zusammen an. Ja, jetzt bin ich hier am Ladepark Kreuzhilden und der VW ID.4 macht richtig was her. Die Community dreht ja schon so ein bisschen durch, weil das Auto wirklich gut ankommt und heiß ersehnt ist. Und ich muss sagen, beim ID.3 war ich richtig begeistert und bei den ersten Bildern vom ID.4 dachte ich so, na, nicht so ganz meins und auch nicht so schön wie das Tesla Model Y. Aber jetzt in echt muss ich sagen, jetzt wo ich das Auto im echten Leben mal sehe, finde ich es richtig heiß. Das Auto ist richtig schön. Jetzt natürlich auch hier mit der Vollausstattung, den großen 21 Zoll Rädern, macht das Auto richtig was her. Es ist halt ein SUV, bin ja nicht so ein SUV-Freund, obwohl ich einen Tesla Model Y bestellt habe. Aber ich muss sagen, VW ist da richtig was Schickes gelungen. Eine sehr, sehr bullige Front, die schmalen Scheinwerfer, kennt diese Optik schon vom ID.3, ist richtig cool. Die 21 Zoll Räder sind auch, glaube ich, gut gewählt, weil das Auto so bullig und massiv wirkt, dass es mit kleineren Rädern nicht so schick aussieht. Man sieht das mal hier als Vergleich. Hier nebenan steht der MG EV, ja, auch ein SUV. Und schaut euch mal diese Mini-Räder an. Im Vergleich dazu, das sieht irgendwie komisch aus, wenn das Auto doch recht bullig ist und die Räder so klein sind. Also von daher, die dicken Räder müssen es schon sein beim ID.4. Dann sieht er auch schön sportlich aus. Ich finde auch die Farbkombination schön, so dieses Weiß und viel Schwarz. Dann diese schicken Matrix-Scheinen, also Leuchten, also die haben ja so einzelne Segmente. Auch vorne IQ-Light, glaube ich, heißt das bei VW. Sieht richtig, richtig schön aus. Kann man nicht anders sagen. Also VW, Hut ab, Hut ab. Er hängt jetzt hier an der Fastnet-Ladestation und die Ladekurve war jetzt leider, naja, wie soll ich sagen, nicht so perfekt. Er kam hier an mit 75% und hat dann maximal mit 33 kW geladen. Das war jetzt nicht so viel. Dafür hat er aber jetzt zum Schluss, wo er noch bei 98% war, immer noch mit 19 kW geladen, was ich schon sehr, sehr üppig finde. Richtig, richtig ordentlich, muss man sagen. Also mein Tesla Model S lädt er nicht mehr so schnell bei 98%. Ja, die maximale Ladeleistung kenne ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mich mit dem Auto noch gar nicht beschäftigt. Bin ich jetzt also nicht ganz bewandert. Der Akku müsste halt auch jetzt auch mal leer sein, damit man es mal testen könnte. Geht leider nicht. Hey, was ist mit euch los? Paparazzi hier? Ja, irgendwie kommen 1000 neue Autos die ganze Zeit. Ne? Also das ist der vierte, in dem ich diese Woche drin sitze. Es ist angefangen mit dem Mazda, dann kam der Peugeot 2008, der MG und jetzt ein ID.4. Alles so Süffchen, ne? So kleine Süffchen. Das hier Süffchen ist ja eigentlich nicht mein Ding. Ne? Ja, meins auch nicht, obwohl ich einen bestellt habe. Es sind schicke Autos dabei. Roland hat es gerade gesagt, man kommt einfach nicht mehr hinterher. Ich merke, die Elektromobilität gibt jetzt richtig Gas. Es kommen immer mehr neue Elektroautos auf den Markt. Und ich verliere zunehmend den Anschluss, weil ich gar nicht die Zeit habe, mich mit jedem einzelnen Auto zu beschäftigen, Datenblätter zu lesen und da dran zu bleiben. Ne? Als er so 2013 anfing mit der E-Mobilität, war das irgendwie alles einfach. Auch die Folgejahre, da kamen dann mal alle paar Jubeljahre sozusagen mal ein neues Elektroauto. Man hat das jedes Auto gefeiert. Hat sich damit beschäftigt und hat es dann einsortiert in seine persönliche Lieblingsliste sozusagen. Was findet man gut, was findet man nicht so gut? Ah, der lädt zu langsam, ah, der ist nicht schnell genug, der hat zu wenig Platz oder irgendwas. Ne? Und jetzt, ich bin abgehängt. Ich bin abgehängt, liebe Leute. Ich bin ja auch nicht so der Autotester, der jetzt wie andere Kanäle ein Auto nach dem anderen vorstellt, präsentiert und Probe fährt und dann wieder vergisst und dann kommt das nächste. So einer bin ich ja nicht. Ich führe ja lieber interessante Interviews und Gespräche. Von daher, ich bin abgehängt und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, ein gutes Symbol für die E-Mobilität, weil das zeigt uns, dass der Massenmarkt beginnt und die Hersteller sich zunehmend auf die neue Kundschaft sozusagen einstellt, auf die neue Mobilität und das finde ich echt, echt gut. Und das führt uns jetzt auch zu einem interessanten Gesprächspartner, der mit dem ID.4 nämlich heute hier ist, den mal hier Probe laden wollte und bei der Gelegenheit natürlich nicht nehmen lassen, mal mir das Auto anzusehen. Aber jetzt wollen wir mal sprechen, wie so ein Verkaufsstellenleiter von einem VW-Autohaus mit der neuen Mobilität
Mobilität umgeht und vor allen Dingen natürlich auch mit dem neuen Agenturkonzept. Bei dem ID oder der ID-Familie ist es ja so, dass die Autohäuser die Autos nicht verkaufen, sondern sie vermitteln sie an den Hersteller direkt zum Verkauf, also an VW. Kein klassisches Autoverkauf mehr wie bisher. Da bin ich natürlich sehr gespannt, was so ein Verantwortlicher eines Autohauses darüber denkt. So, ich habe jetzt hier den Rainer. Er ist Verkaufsstellenleiter beim Autohaus Hoff. Okay. Hoff. Ihr kommt aus welcher Region? Aus dem Rhein-Sieg-Gebiet. Rhein-Sieg-Gebiet. Er hat da ein bisschen Weg auf euch genommen, um hier am Ladepark Kreuzhilden mal mit dem neuen VW ID.4 mal Probe zu laden, nehme ich an. Genau. Wie ist denn so dein erster Eindruck? Weil ich darf ja leider nicht fahren. Im Moment gibt es ja keine Probefahrten. Deswegen müsst ihr euch jetzt hier mit verbalen Informationen begnügen, leider. Wie ist denn so dein Eindruck von dem ID.4 jetzt gerade auch verglichen mit der bisherigen Produktfamilie, also ID.3 und E-Golf? Ja, also in dem Fall gegenüber dem ID.3, der ja auch schon innovativ und schön zu fahren ist, habe ich das Gefühl, der ist viel erwachsener, der Wagen, liegt straffer auf der Straße. Das ganze auch Interieur, Haptik, alles nochmal ein bisschen hochwertiger und macht auf jeden Fall unheimlich viel Freude, hat auch eine höhere Höchstgeschwindigkeit, in dem Fall ja 180 km/h. Aber das Ganze mit den schönen großen Felgen macht richtig, richtig Spaß. Ja, also das finde ich auch. Also ich habe ja zumindest mal mir den Innenraum angesehen. Also es wirkt deutlich erwachsener und man sieht, dass die Zielgruppe noch mal so ein bisschen nach oben geschoben wird sozusagen. Ne? So der ID.3 ist jetzt ja schon nicht klein, aber der ID.4 ist ein richtiges, vollwertiges Familienauto. Toller großer Kofferraum, bequeme Sitze, Massagesitze habe ich gelernt. Und es steht echt gut da. Also ich finde es ein wunderschönes Auto geworden. Gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich sagen. Habe ich vorher nicht so erwartet. Okay, das hört sich gut an. Das finde ich natürlich gut. Also ich muss sagen, ich bin auch total begeistert und bin ja jetzt die ganze Zeit schon im ID.3 gefahren und habe mich auf den Wagen extrem gefreut und kann nur sagen, wenn dann wieder die Probefahrten möglich sind, im neuen Jahr wahrscheinlich, probieren Sie es aus. Es ist einfach toll. Ja. Was sagt denn jetzt so ein Verantwortlicher für den Vertrieb von Automobilen jetzt zu so einer Umstellung, wie wir es hier im Ladepark sehen? Das ist ja hier keine klassische Tankstelle, sondern wir im Ladepark. Wie fühlt man sich denn so als, ich sag mal, bisheriger Verbrennerverkäufer? Genau. Also erstmal habe ich ja schon Ladeerfahrung zwar mit dem ID.3, aber ganz klassisch halt irgendwo an der normalen Ladesäule, in Einkaufszentren, wie auch immer, und bin hier total beeindruckt. Also das ist eine ganz andere Energie, die hier durch einen fließt, mit den Menschen fließt, und ich finde das super, und kann auch nur sagen, dass unser Autohaus sich stark für Elektromobilität interessiert und wir auch wirklich eine Verkäufermannschaft haben, die da auch Freude dran hat. Die wollen alle einen ID.3 und ID.4 fahren. Wir haben Serviceberater, die schon länger voll elektrisch fahren. Also das heißt, das ist der Weg in die Zukunft und kann auch nur Freude bereiten, ist auch gut für die Umwelt meiner Meinung nach. Also von der Sache her toll, und gerade hier so Ladeparks ist natürlich beeindruckend. Super. Aber was sagt denn jetzt jemand, der eigentlich bisher Autos verkauft hat, dazu, dass er die jetzt in Zukunft nicht mehr verkaufen darf? Also ihr macht ja jetzt ein Agenturmodell, das heißt, ihr vermittelt die Käufer an den Hersteller, also an VW direkt, und die verkaufen das Auto, ist richtig, ne? Ja, das ist korrekt, aber das Agenturgeschäft an sich gab es für VW-Autohäuser schon häufiger. Also wir haben ein Großkundengeschäft, ist auch schon länger ein Agenturgeschäft, über viele Jahre. Und es gab auch noch andere Derivate, andere Kundengruppen, die ähnlich gekauft haben. Also es ist jetzt nichts total Neues. Okay. Und es ist in dem Fall grundsätzlich auch keine große Umstellung für uns gewesen. Okay. Klar, Thema Margen und Provisionszahlungen sind ein bisschen anders, aber wir denken einfach, die Autos sind sehr gut und ich glaube, VW baut sehr gute Autos und auch diese neuen Elektroautos sind gut und die können wir verkaufen. Wir haben sie dieses Jahr auch schon sehr gut verkauft und gehen dann davon aus, dass das auch unsere Zukunft sein wird. Der Verbrenner wird parallel weiterlaufen und wird auch gut gekauft. Also das heißt, auch noch. Ja, ich arbeite ja daran, dass er sinkt mit meinem YouTube-Kanal, aber ja, gut, na okay. Na klar, aber wir können nicht jedem Kunden ein Elektroauto verkaufen. Ja, nee, das sehe ich auch. Natürlich, ist klar, das ist schon ein Thema. Aber der Kunde ist ja ganz anders, stellt ganz andere Fragen. Habe ich ja heute hier auch wieder gemerkt, wie wissen die Leute auch, sind viel detailverliebter. Also es ist eine ganz andere Gesprächsführung, wo ein Verkäufer sich natürlich darauf einstellen muss. Und das glaube ich einfach, das können viele Verkäufer. Sie brauchen dafür Zeit. Man muss sie mitnehmen. Ja, verstehe ich. Man muss die Belegschaft in einem Autohaus auch mitnehmen.
Aber wie geht denn jetzt in diesem neuen Vertriebsmodell, wie muss man sich das vorstellen als Kunde? Ich komme jetzt zu euch und möchte jetzt also ein ID 3 oder 4 kaufen. Genau. Die Beratung, also ihr erklärt mir schon, wie das Auto funktioniert, was ich kann das Probe fahren, genau. Wenn jetzt nicht gerade die Krise wäre. Genau. Und wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe mich dafür entschieden, ich kaufe das Auto jetzt, muss ich dann irgendwie auf eine Webseite gehen zu Hause und direkt mit VW mich beschäftigen oder und begleitet ihr diesen Vertriebsweg auch? Nein, also der Kunde kann bei uns direkt das Auto kaufen. Ja. Ganz normal, wie es sonst auch war. Die Idee, es gibt, wird irgendwann eine Software geben, wo es anders sein kann, wo der Kunde das tatsächlich online auch machen kann, wo er dann einen Preferred Dealer anwählen kann. Idealerweise bei uns natürlich unsere Kunden, uns als Händler benennen, aber aktuell kann er ganz normal ins Autohaus kommen und das Auto beim Verkäufer seines Vertrauens kaufen. Okay, das heißt, der bespricht mit mir dann die Ausstattung, was ich haben möchte, gibt das dann auch ins System ein und fertig. Ne? Also das ändert sich also gar nicht so viel. Genau, kann dann eben im Grunde, was man eben möchte, Bargeschäft, Finanzierung, Leasingmodell, ganz normal wie bei allen anderen Fahrzeugen. Okay. Wer ist denn der Verantwortliche beim Leasing? Weil das ist ja auch in der Vergangenheit unterschiedlich gewesen, ob jetzt das Autohaus dann das Leasingauto zurücknehmen muss und auch das Leasing verantwortet sozusagen. Wie ist das denn jetzt in dem Fall? Also wir haben natürlich hier die Volkswagen Leasing, die das Auto im Grunde verliest als Leasinggeber und das Autohaus hat es ja jetzt nicht nur vermittelt, das Auto zurückgeben tut er bei dem Autohaus, wo er das Auto gekauft hat. Okay. Ja. Das heißt, ihr tragt nicht die Verantwortung für Restwerte etc. Die Leasingbank dann in dem Fall. Okay, verstehe. Ja. Wie ist denn so der ID4 jetzt speziell angekommen bei eurer Mannschaft? Die haben sich den wahrscheinlich auch schon angeguckt. Merkt man da schon die Begeisterung? Jetzt gibt es endlich was Erwachsenes, was Großes, was man auch Familien verkaufen kann? Genau, das kann ich genauso bestätigen. Ja. Also das heißt, der ID3 hatte schon eine Begeisterung geweckt, aber jetzt mit dem ID4 kommt auch so ein bisschen Selbstbewusstsein in die Truppe, die dann sagen, hier Mann, das ist jetzt mal ein richtiges Auto, richtig erwachsen. Und also da, das muss ich sagen, jetzt, wir haben ihn ja jetzt erst seit dieser Woche, kann man wirklich an der Stelle sagen, das hat jetzt nochmal so einen Kick gebracht. Und wir glauben auch, dass da die Nachfrage größer sein wird. Noch bei dem ID3, die schon da ist. Ja, okay. Und ab wann kann ich das Auto jetzt offiziell kaufen? Also kaufen kann man den schon. Okay, ja, jetzt müsste man es halt über einen Online-Weg machen. Ja. Das heißt also online über unsere Autohaus-Webseite uns ansprechen und dann hoffentlich dann irgendwann wieder im Stand-Betrieb, also im Autohaus selber. Mhm. Markteinführung ist im Februar. Ah, okay. Und vorher wird er auch nicht ausgeliefert? Genau. Das heißt, die ersten Autos kommen dann erst im Frühjahr, genau, Frühling. Okay, genau. Verstehe. Wenn ich jetzt ein Auto bestelle, welche Lieferzeiten muss ich da einkalkulieren für ID4? Um die 3 Monate. Ach, das ist ja nicht so lange. Das ist nicht so, genau. Okay, okay. Ist das beim ID3 auch so? Beim ID3 haben wir die ähnlichen Lieferzeiten, genau. Okay, ja, das ist ja schön. Weil wir haben ja einen VWE abbestellt und da haben wir eine Lieferzeit von fast einem Jahr. Ja, genau. Deswegen frage ich, ein bisschen gebrannt, Marc. Genau, ja, beim ER muss man Geduld haben, genau. Ja, okay. Aber das ist auch sehr, sehr nachgefragt gewesen, das Auto. Ja, ne? Ja. Und auch ein super Auto. Ja, kann man jetzt aber nicht mehr bestellen, oder? Nein, aktuell ist er ausgesetzt, ob er wieder es gibt wohl die Information, dass er im Sommer vielleicht wieder bestellbar wird. Im Sommer? Ja. Okay, ja, das wobei, unser Autohaus könnt ihr jetzt noch Autos besorgen. Also wir haben einen guten Vorlauf gehabt und Okay, verstehe. Jetzt noch was. Okay. Ja, hier, kleiner Seitenhieb. Genau. Also wer jetzt noch ein E-Erb haben möchte, der kriegt hier vielleicht noch was. Genau. Okay. Ja, es soll ja auch ein Nachfolger vom E-Erb kommen, ID1 oder so soll der, glaube ich, heißen. Da ist aber noch nichts in Sicht, ne? Nein, da kennen wir jetzt als Händler, wir wissen, dass es da Programme gibt. Ich meine, die ganze ID-Familie wird ja aufgebaut. Mein persönlicher Favorit könnte vielleicht gekippt werden, das ist der Buggy. Okay. Da hätte ich das privat Lust drauf gehabt. Ja. Und da gibt es ja die Gerüchte, dass der halt eben, weil der mit dem Partner aus Aachen zusammen gemacht werden sollte, dass der vielleicht nicht gemacht wird. Also das wäre mein Auto gewesen. Oder der ID-Bus, das könnte auch. Ich wollte gerade sagen, der ID-Bus ist ja auch wirklich, da sind viele hinterher, dass der wirklich kommt. Aber da das hört man auch nicht viel. Ja. Der soll aber kommen. Also der soll als Cargo kommen, also als, als Kastenwagen für den Transport, genauso eben auch als Freizeitauto. Ja, das ist zumindest unsere Information. Mhm. Da wird dran festgehalten. Ob der dann so kommt, wie er jetzt aktuell dargestellt wird, das weiß ich natürlich nicht. Ja, da muss man jetzt immer Volkswagen fragen. Das würde ich mir aber wünschen. Mir war der ID3 jetzt auch schon wieder zu weich gezeichnet. Also ich habe ihn in den ersten Studien, so hat er mir besser gefallen. Ja, also das ist aber oft so, die Hersteller präsentieren Studien, die sind dann super futuristisch und so. Und dann nachher, das ist mir beim Renault Zoe auch passiert, den habe ich bestellt, bevor das Serienauto
Auto präsentiert wurde. Mhm. Das war, glaube ich, 2011, als der Prototyp rauskam und dann ein Jahr später der Prototyp. Und ich habe vorher schon bestellt, beim Händler handschriftliche Verträge gemacht und so. Oh. Und nachher sah er halt dann doch nicht so cool aus wie auf der Studie. Aber na gut, so ist das halt. So ist es, genau. Da haben wir aber jetzt als Autohaus ja keine Einfluss. Nee. Leider nicht. So, ihr merkt, das Autohaus Hoff will da auch was machen, ja, mit Elektromobilität. Viele Autohäuser, die ja aus dem klassischen Geschäft halt nun mal kommen, müssen sich sehr viel Kritik anhören. Ich habe hier den Eindruck, die wollen wirklich was bewegen, die wollen halt Geld verdienen und die sagen, ja, ob ich jetzt mit Verbrennergeld verdiene, mit Elektroauto, ist mir eigentlich egal, Hauptsache ich verdiene halt Geld. Und wenn VW sagt, jetzt ist E-Mobilität angesagt, dann gehen wir halt mit. Und das finde ich cool, das finde ich cool. Das Auto ist cool, leider, wie gesagt, durfte ich es nicht fahren. Dieses Fahrzeug hier in der First Edition abzüglich der Förderprämien liegt bei ca. 50.000 Euro. Es ist ziemlich voll ausgestattet, also ist ein ordentlicher Preis, aber man kriegt auch eine ordentliche Ausstattung dafür. Die Basisausstattung nicht irgendwie bei 42, glaube ich. Attraktiver Preis. Ladegeschwindigkeit soll bei 125 kW liegen. Ist jetzt für einen Tesla-Fahrer eher mäßig, zumindest verglichen mit Model Y und Model 3. Was bleibt noch zu sagen? Reichweite realistisch irgendwie 450 Kilometer, wurde mir gerade genannt. Der Herr ist ja schon ein bisschen was gefahren mit dem Auto. Bleibt mir nur noch zu sagen, wie findet ihr den ID4? Wie findet ihr, dass VW da jetzt quasi nach dem ID3 direkt das nächste Modell raushaut? Und das ist ja wirklich ein erwachsenes Auto, muss man sagen, für familientauglich etc. Wie findet ihr das? Schreibt in den Kommentaren eure Meinungen, eure Fragen, die ihr vielleicht habt. Vielleicht kann ich noch was beantworten. Hab versucht, hier viele Bilder für euch reinzuschneiden in das Video, auch wenn ich nicht fahren durfte, aber genug Eindrücke zu haben für euch. Ich versuche es dann im nächsten Jahr nach der Pandemie, nach dem Lockdown hier, dann vielleicht auch mal fahren zu dürfen. Das geht jetzt halt leider nicht, weil es verboten ist. Lasst uns also zusammen die Welt retten mit mehr Elektromobilität. Jedes weitere Elektroauto ist ein gutes Auto. Da ist auch eigentlich egal, ob das jetzt ein Tesla ist oder ein VW und wer jetzt besser oder schlechter ist, muss jeder für sich selber entscheiden und seine Wahl treffen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein großartiger Wurf und ein solides, gutes und schönes Auto. Schaltet wieder ein, wie heißt Nino vom Landzeitblog. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Was ja schon richtig cool ist, sind die 21 Zoll Räder. Mein lieber Scholle, das sind mal Schnuffen. Boah.